zwar artig ist wahrscheinlich, ich spreche von dem Beruf der Fischfachverkäufer. Ein Beruf, der uns ganz besonders ans Herz gewachsen ist, kann ich sagen. Wir haben eine wunderbare Begegnung gehabt in Sylt. Vor 2 Jahren haben eine wunderbare Fischfachverkäuferin kennengelernt. Mit dem wunderbaren Fischfachverkäuferin namens Kira Petersen. Viele wissen ja gar nicht, dass der Salzer hier aus Hamburg im Grunde genommen im späten 17. Jahrhundert erst nach Costa Rica gebracht worden ist in einem kleinen Fischerboot. Und damals ist im Gegenzug der Gabelrollmops aus Costa Rica hier nach Hamburg gekommen. Der Salzer, sag ich jetzt mal einfach, ihr wisst es natürlich als Abendblatt-Redakteure, der Salzer ist ja die Musik, die hier in Hamburg zu Hause ist. Ihr verfolgt es ja jeden Tag. Kaum kommt die Sonne raus, tanzt der Hamburger Salzer in den Straßen. Deswegen also nun das Lied, die Hommage an Kira Peter. Es war an einem Montag im Juli. List auf Sylt, meine Freunde waren dabei. Du hast mich lächelnd angesehen. Ein Sturm kam auf mit Stärke 10. Wie du die Krebse knackst, wie du den Bückling an den Flossen packst. Es ist die Art, wie du den Kehlen schubst und dich dabei als Haifisch entpuppst. Oh, Kira Petersen, aus dem Fischfachgeschäft. Ich denke oft an Kira Petersen. Deine Gummischürze war ganz blutverschmiert. Ich war von deinem Anblick fasziniert. Du packst ganz fest den Messerknauf, stellst lächelnd deine Opfer auf und abends wird dein Fanger. Wie du den Rollmops rollst, voller Eleganz und Stolz, wie du den Lenkfisch in die Kiemen treibst und die Algen von den Muscheln streibst. Oh, Kira Petersen, aus dem Fischfachgeschäft. Ich denke oft an Kira Petersen. Scheißegal.
Konzerne nimmst du.